So, ihr Lieben, jetzt gibt's gleich den Gruß aus Augsburg. Aber vorher, warum sind wir hier? Was wollen wir? Okay, noch einmal. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Und nochmal. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Ich liebe euch. Viel Spaß heute Abend. Hallo zusammen. Wir sind ja gerade dabei, nicht nur von Stadt zu Stadt uns zu verbreiten. Wir sprengen auch die Ländergrenzen langsam. Wir werden internationaler. Und anstelle des Montagsgrußes an alle Städte, wir sind ja heute alle hier, werden wir heute einmal Grüße an die gesamte Menschheit von uns richten. Das werden wir in verschiedenen Sprachen machen und den Anfang, weil es die meisten verstehen, wird die Angie auf Deutsch machen. Hallo. Hallo Angie. Hallo Angie. Servus. Okay, also. Grüße an die Menschheit. Heute sind tausende Menschen zusammengekommen, um der Welt zu zeigen, dass wir nicht länger ignorieren können, was auf unserem Planeten passiert. Wir erkennen, dass unsere Regierungen, selbst die, die vorgeben, demokratisch zu sein, nicht länger den Willen ihres Volkes repräsentieren, sondern den Willen einer kleinen Elite. Wir erkennen, dass uns Schritt für Schritt unsere Menschenrechte genommen werden. Wir erkennen, dass unser System auf der Ausbeutung von Menschen basiert, insbesondere von Menschen in armen Ländern. Wir erkennen, dass wir zu Sklaven des Geldes gemacht werden. Wir erkennen, dass uns allen Hass und Kriege aufgezwungen werden für die Interessen von wenigen. Wir lassen das nicht länger geschehen. Wir fordern Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. Wir mahnen alle Soldaten und Krieger, hört auf, Leute umzubringen, die ihr nicht mal kennengelernt habt. Sie haben dieselben Ängste, genau wie ihr. Sie haben Familie, genau wie ihr. Sie wurden reingelegt, genau wie ihr. Innerhalb von Wochen haben sich unsere Ideen von Stadt zu Stadt verbreitet. Und jetzt fangen sie gerade an, sich von Land zu Land zu verbreiten. Keine Grenze kann diese Ideen stoppen. In jeder Stadt reichte eine einzige Person, genau wie du, um eine ganze Gruppe von Menschen zu gründen, die sich friedlich gegen dieses System erheben. Egal wo du bist, sei diese Person in deiner Stadt. Jeder träumt von Frieden. Lasst uns diesen Traum leben. Lasst uns etwas erschaffen, nicht alles zerstören. Lasst sie uns nicht länger spalten, um uns allein und schwach zu halten. Lasst uns vereinigen und ihnen zeigen, dass die Zeit für Veränderung gekommen ist. Danke. Bevor ich den Gruß auf Englisch vorlese, habe ich noch eine Bitte an euch. Falls sich irgendwelche Freiwilligen finden, die noch andere Sprachen können, als die, die jetzt hier gleich vorgelesen werden, geht hin, untertitelt das Video bei YouTube und stellt es wieder rein. In so vielen Sprachen, wie ihr könnt. Okay, hier kommt der englische Gruß. Greetings to all mankind. Today, thousands of people have come together to show the world that we can no longer ignore what is happening on our planet. We realize that our governments, even those who claim to be democratic, no longer represent the will of their people, but the will of a small elite. We realize that, step by step, our human rights are taken away from us. We realize that our system is based on the exploitation of humans, especially of humans in poor countries. We realize that we are being made slaves to the money. We realize that hatred and wars are forced upon us for the interests of a few.
We will no longer let this happen. We demand peace, freedom and justice for all human beings. We urge all soldiers and fighters, stop killing people you haven't even met before. They have the same fears, just like you. They have family, just like you. They have been fooled, just like you. Within weeks, our ideas have spread from town to town, and now they just start to spread from country to country. No border can stop these ideas. In every town, it took only one person, just like you, to found a whole group of people who, peacefully, stand up against this system, wherever you are. Be that person in your town. Everybody dreams of peace. Let us live this dream. Let us create something, not destroy everything. Let them no longer divide us and keep us alone and weak. Let us unite and show them that the time for change has come. Danke. So, als nächstes kommt der Gruß auf Russisch an unsere Freunde, die Russisch verstehen. Dankeschön. Hallo zusammen. Ich hoffe, vielleicht sind auch unter euch ein paar Leute, die Russisch verstehen. Dieser Gruß ist dann an euch und an all die russischsprachigen Menschen auf der ganzen Welt, in der Ukraine, in Russland, in Weißrussland, was auch immer, wo die Leute das sprechen und verstehen. Der Gruß an Sie. Привет всему человечеству! Сегодня собрались тысячи людей, чтобы показать миру, что мы больше не можем игнорировать, что происходит на нашей планете. Мы осознаем, что наши правительства, даже те, которые считают себя демократами, больше не представляют волю их народов, они представляют волю маленькой элиты. Мы осознаем, что у нас шаг за шагом забирают права человека. Мы осознаем, что наша система основывается на эксплуатации людей, особенно людей в бедных странах. Мы осознаем, что нас делают рабами денег. Мы осознаем, что нам всем навязывают ненависть и войну, которые в интересах некоторого меньшинства, но не наших интересов. Мы больше этого не допустим! Мы требуем мир, свободу и справедливость для всех людей. Мы призываем всех солдат и военных, перестаньте убивать людей, которых вы даже не знаете. Они боятся того же, что и вы. У них есть семьи, так же, как и у вас. И их также одурачили, как и вас. В течение недель наши идеи распространились из города в город, а теперь они начали распространяться по разным странам. Никакие границы не смогут остановить эти идеи, идеи за мир. В каждом городе хватило одного единственного человека, как ты, чтобы организовать целую группу людей, которые мирно восстают против этой системы. Неважно, где ты, будь этим человеком в твоем городе. Все мечтают о мире, давайте воплотим мечту в жизнь. Давайте создавать, а не разрушать. Не позволим им больше нас раскалывать, чтобы мы были слабыми в одиночку. Давайте объединяться и покажем им, что пришло время перемен. Спасибо! Дякую! So, als nächstes kommt der Gruß, etwas freier interpretiert auf Türkisch. Arkadaşlar, hepinizi enişten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Heißt übersetzt, jeder, der hier ist, jeder, der sich zu uns sind, heiße ich herzlich willkommen.
Die Übersetzung auf Türkisch lautet: Bugün binlerce insan burada buluşup tüm dünyaya şu mesajı iletmek istiyoruz. Biz barış adına buraya geldik. Namusumuzu bıraksak bile barış adına buraya geldik. Kollarımızı sıvadık. Bütün halkların, dünyada bütün halkların kardeşlik adına hepinizi davet ediyorum arkadaşlar. Ve bizleri susturmak isteyen Siyonizm adına, din adına, bizlere baskı yapanlara yüreğimizi ortaya koyduk. Bu sistem insanları sömürüyor. Bu sistem insanları köleleştiriyor. Bu sistem insanları birbirine düşürüyor. Ben diyorum ki buna karşı hepimiz karşı gelmeliyiz. Çünkü insanın dünyada yaşamak adı yaşamaya geldi. Yani ilk sırada fakir ülkeler baskı altında kalıyor. Altını çizerek bunu söylüyorum arkadaşlar. Para sistemi, faizin faizi sistemi bunu destekliyor. Ve burada bütün askerlere, dünyada ne kadar asker varsa, bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin olsun, Almanya'nın olsun, Amerika'nın olsun, herhangi bir ülkenin olsun, Ukrayna'nın olsun, efendime söyleyeyim, tüm dünyada ne kadar asker varsa, benim mesajım budur yani. Savaşçılara da bunu söylüyorum. Sesleniyorum. İnsanları öldürmek, insanları bitirmek adına yola çıkmayın, geri dönün. Parmağınızı tetiğe vermeyin. Geri çekin. Zum Schluss möchte ich noch ein kleines Lied auf Türkisch euch vorstellen. Das ist ein Friedenslied. Das Lied heißt, ist und zwar gegen diese verdammten Kriege überall eigentlich geschrieben. Das Lied hat aber Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Heißt, übersetzt, wenn die Abenddämmerung eingekommen ist, dann schreiben meine Briefe Sehnsucht laut hinaus in die Welt für den Frieden. Önce dişlerimiz döküldü, sonra saçlarımız. Ardından birer birer arkadaşlarımız. Şu canımın dünyanın orta yerinden bir başına yapayalnız. Kırılmış kolumuz kanadımız, tatlı canımıza usanmışız. Şu canımın dünyanın orta yerinden bir başına yapayalnız. Kırılmış kolumuz kanadımız, tatlı canımızdan usanmışız. Akşam olur mektuplara hasretlik söyler, Zagreb radyosunda Lili Malem türküsü. Akşam olur mektuplara hasretlik söyler, Zagreb radyosunda Lili Malem türküsü. Siferden sifere ateş tokuşturanlar, karanlık deden tutan hesap kuşu. Siferden sifere ateş tokuşturanlar, karanlık deden tutan hesap kuşu. Tüm biz insanlar yemin ettik imanımız var, hürriyet için hürriyet aşkına. Biz insanlar yemin ettik imanımız var, özgürlük için, ah özgürlük aşkına. Sağ olacak dönen, sağ olacak düşman. Dofremize fiyatını çektik, sefasını bulacağız. Sağ olacak dönen, sağ olacak düşman. Deprem cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplara hasretlik söyler, Zagreb radyosunda Lili Malem türküsü. Akşam olur mektuplara hasretlik söyler, Zagreb radyosunda Lili Malem türküsü. Dostlar karanfilim, dostlar karanfilim, marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dostlar karanfilim, dostlar karanfilim, marş söylemeden ölmek kimseye yakışmaz.
Dankeschön. Dieses Lied hat Ahmet Kaya gesungen. Und dieser Mann wurde damals aus der Türkei, aufgrund dessen, weil er kurdisch ein Lied singen wollte, wurde er verbannt aus der Türkei. Dieser Mann hat und zwar türkisch, kurdisch gesungen. Dieser Mann war für dieses Land, dieser Mann war für Völkerverständigung. Aber jetzt die Leute, die jetzt uns auf die Straße gehen, links zeigen und mit rechts schlagen, die wollen gerade auch die Türkei sozusagen in eine Krise stürzen. Und ich sage, kein Land hat es verdient, in eine Krise gestürzt zu werden. Freiheit für jeden Menschen, Freiheit für alle Völker. Und lernt einfach Sprachen, damit man zusammen sozusagen uns verständigen kann. Gut. Vielen Dank. Und man denkt es kaum, aber eine sehr große Mehrheit von Menschen spricht Spanisch. Deswegen kommt jetzt noch der Gruß auf Spanisch. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank. Primero saludos a mi país de corazón, a España, pero también a todos que hablan la lengua castellana. Y ahora la traducción castellana. Saludos a todos seres humanos. Hoy miles de gente se han juntado para mostrar a todo el mundo que ya no podemos ignorar lo que está pasando en nuestro planeta. Reconocemos que los gobiernos, incluso los que se llaman democráticos, ya no representan la voluntad del pueblo, sino la voluntad de una élite pequeña. Reconocemos que paso a paso nos quitan nuestros derechos humanos. Reconocemos que nuestro sistema está viviendo de la explotación de la gente, especialmente de la gente de países pobres. Reconocemos que nos transforman a esclavos de dinero. Y reconocemos que nos ponen odio y guerra a favor de poca gente. Ya no lo permitimos más. Queremos paz, libertad y justicia para toda gente. Rogamos a todos soldados y guerreros, dejad de matar a gente que no ni conocéis. Tienen los mismos miedos tal como vosotros. Tienen familia como vosotros. Les han engañado tal como a vosotros. Dentro de pocas semanas, nuestras ideas se han multiplicado de una ciudad a la otra. Ahora ya se multiplican de un país al otro. No hay fronteras que puedan bloquear estas ideas. En cada ciudad se necesita solo a una persona, una como tú, para establecer un grupo de gente que se levantan sobre el sistema, pero pacíficamente, por favor. Da igual de dónde eres tú, sea tú aquella persona que en tu ciudad. Cada uno de nosotros está soñando de la paz. Dejadnos vivir este sueño. Dejadnos construir algo en vez de destruir a todo. No permitéis que os separan solo para que os veáis solos y débiles. Dejadnos unirnos para mostrarles que el tiempo del cambio ya está hoy. Vielen herzlichen Dank.